Wir sind wieder zurück an unseren Wasserfällen hier in Echo in der Wüste. Ja, ich bin zwischendurch vom Server geflogen. Warum, weiß ich nicht, aber das hat er ab und zu und seitdem sieht das so aus. Also es war tatsächlich nur ein Anzeigefehler. Es hat alles wunderbar geklappt, aber wir wollen diese Folge den Wasserfall noch etwas erweitern. Der soll bis hier unten mindestens gehen und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Aber ich glaube, hier wird reichen. Hier wird reichen und dafür müssen wir erstmal hier Kaktus fällen. Ja, was soll denn? Diese dickfälligen. Ja, und schrei nicht so. Ist schon mitten in der Nacht. Also, manche schlafen schon. So, dann hier den und das war's dann hoffentlich schon. Das, ja, das ist schön. Gut, und die Agave mussten wir uns nicht mehr kümmern. Die hat es gleich erlegt. Das ist super. So und so. Jetzt holen wir nochmal ein paar Steine hier raus. 5 reichen wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind 6. Wahrscheinlich sind 6 oder 7. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele es sind. 6. Es waren 6. 6 breit müsste es sein. Und jetzt auch mal hoch hier zum entsprechenden Wasserfall. Hier habe ich das Plateau ein bisschen entwendet. Ich brauchte dann noch mehr Erde, um hier die Seiten noch anzugleichen, weil sonst kann man am Wasserfall vorbeigucken. Das ist dann, ja, das ist halt so. Ach, hier brauchen wir sogar doppelt so viel. Ja, ist ja schön. Hätten vielleicht reichen können. Hätten können, wenn sie wollen. Aber gut, dann müssen wir nochmal 6 holen. Habe ich jetzt nicht bedacht, dass es da ein doppeltes Auffangbecken ist. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja durchaus noch ein bisschen Fußfleisch da. Das können wir also durchaus bewältigen. Ja, und was machen wir in dieser Folge sonst noch? Ich habe mir tatsächlich was überlegt. Und zwar, das sollte jetzt eigentlich klappen. Gut, oder auch nicht. Oder auch nicht, wir brauchen noch mehr Erde. 1, 2, 3, wenn ich das richtig sehe. 3 Erde. Ja, woher soll ich die wieder nehmen? 3 Erden. 3 Erden. Erden sollen es sein. 3 an der Zahl. Ja. Wo fallen die jetzt mal nicht auf? Hier eventuell. Hier fällt das schon auf. Ist nicht so gut. Wo fällt denn das mal nicht auf? Hier Erde. Wir brauchen Erde. Sand haben wir, aber Sand sieht da nicht gut aus. Wir brauchen Erde. 1, 2, 3. Dann fehlen die einfach mal hier. Da guckt kein Mensch nach. Ja, was wir in dieser Folge sonst noch machen wollen, ist, wir brauchen ja noch Samen, ne? Von daher, wir brauchen Samen. Und dafür müssen wir auf eine Reise gehen, genau. Ich muss mir nochmal kurz Wasser über die Konsole holen, weil anders kriegen wir es nicht. Anders können wir nämlich Wasserblöcke nicht platzieren. Nicht 6 plus, 6 reichen völlig. So, passiert übrigens sonst nichts, wenn man 6 plus eingibt. Das ist ein unbekannter Befehl dann. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollte so jetzt reichen. Ja, es reicht mit Sicherheit. Oh. Gut, wir brauchen noch eine Erde. Sag mal, dieser Kaktus. Noch eine Erde. Eine weitere Erde, die wir auch verpesten können. Nein, so hier vielleicht. Das können wir. Das können wir hier tatsächlich wegbuddeln. Da stört das nämlich gar keinen. Da fällt das auch nicht auf. Das ist super. Da mal. Ich habe mich, glaube ich, zu sehr daran gewöhnt, quer zu laufen. Hier vielleicht so. Hier, den und den. Ging das jetzt? Geht noch nicht, immer noch nicht. Geht das jetzt? Sag mal. Warum? Warum? Ich habe das doch extra so schon eingeplant. Ach Mann. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Warum ist das denn jetzt so? Es dürfte doch nur einen Block dann nach vorne gehen und da dann runterplattern. Das ist natürlich nicht gut. Nicht gut. Das ist jetzt alles andere als schön. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Und passen tut mir jetzt schon überhaupt nicht. Das ist ja nicht schön. Da brauchen wir noch 2 Erde. Noch 2 Erde, alles klar.
Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir auf Reisen gehen, aber wir gehen noch auf Reisen. Keine Sorge. Ich muss hier erstmal nur das Gelände schön kriegen. Dann gehen wir auch gleich auf Reise. So, Reise, Reise, Abflugschneise. Ja, wie kriegen wir das jetzt am besten zu? Am besten, indem ich hier Blöcke davor baue. Ja, das könnten wir machen. Da reicht auch Sand. Glaube ich. Es geht schneller, wieder abzubauen. So, 3, 4, 5, 6. Jawohl, das sollte reichen. Das wäre schön, wenn es reicht. Ach, mein. Ja, es hat zwischen den Folgen hat es meistens ganz gut geklappt. Achso, Noctura, der ist übrigens ins Bett. Der musste schlafen. Der muss ja morgen wieder früh raus, glaube ich. Hat er nicht gesagt, aber ich gehe mal davon aus. So. Mach das weg da. Weg da. Ah. Gut, das stehende Wasser, das ist okay. Das kann ja gerne so bleiben. Das ist in Ordnung. So, 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 so und so. So, mal gucken. Wird das jetzt was? Nee, natürlich nicht. Aber nicht doch. Aber doch nicht. Gut, dann müssen wir es vielleicht ein bisschen anders da machen. Gut, das ist auch nicht schlimm. Kam ihm so komisch auf mich zugerannt. Ich habe schon fast Angst gekriegt. Also ich wollte schon fast mein Fleischermesser rausholen, um mir leckere Steaks rauszuschneiden. Aber nee, wollte dann wohl doch nicht mehr. So, vielleicht so. Ginge das dann vielleicht? Ist das dann... Nein, das auch nicht. Das 9 Plus Always Ultra, leider nicht. Die stören jetzt aber. Das ist aber auch nicht so schlimm. So, schauen wir mal. Das muss ja hier irgendwie machbar sein, dass man hier mal das ganze Kram mal ordentlich kriegt. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Hier liegen noch zwei Steine. Leider im Weg. So. Ja, 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 ja. So, ja. Vielleicht hier so. Vielleicht. Ja, das kann man tatsächlich so machen. Das zeigt Wirkung, das ist gut. Jetzt müssen wir die Erde erstmal wieder loswerden. Ich will nicht dauernd hier runterspringen, Mann. Aber ach, mir, uns bleibt doch nichts erspart. Das auch nicht. So, gut. Ich bin nicht überfordert, keine Sorge. Ich bin überhaupt nicht überfordert. Ich muss nur halt ein bisschen genauer überlegen, wie wir es hier am besten bauen. Damit das auch alles schön bleibt. Ne? Denn das soll es dann natürlich trotzdem bleiben. Nämlich schön. So. Warum habe ich jetzt die jetzt reingelegt? Weiß ich nicht mehr. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich bis zum nächsten Serverkick erstmal warten, bis das hier wieder. Ja, bis das hier wieder was wird, glaube ich. Ich glaube ja. Ich fürchte ja. Nicht unbedingt. Wir können auch uns nochmal hier so 6 Wasserblöcke geben. Das können wir uns vielleicht glatt mal geben. Vielleicht ist das ja... Warum habe ich... Was habe ich gerade mit 6 Plus immer? Mann. Wir geben uns das einfach mal. Ja, ja, ja. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt könnte es schon reichen. Gucken wir mal. Ja, fast. Das ist doch wieder so ein Anzeigefehler. Ach Mann. Gut, okay, wir gehen jetzt auf Reise. Wir gehen jetzt auf die Reise. Yeah. Komische Wasserfälle. Pass auf, wenn wir wieder da sind, läuft alles ganz normal. Bestimmt, bestimmt. Würde mich überhaupt nicht wundern. So, um so nah wie möglich an den Mammutbäumen dran zu sein. Wir haben durchaus Mammutbäume, denn davon brauchen wir die Samen. Habe ich nämlich ganz übersehen. Aus Mammutbäumen werden irgendwann alte, ausgewachsene Mammutbäume. Und das sollten die eigentlich sein. Das wäre schön. Und ja, das wäre schön. Punkt. Da könnte man eigentlich theoretisch die Samen auch rauskröseln. Ich hoffe, wir kriegen da auch genug. Wir brauchen ja gar nicht viele. 3 würden mir völlig reichen. Würden mir völlig reichen. So, hier, Straße brauchen wir auch noch. Ja, ja. Ach, hier haben wir auch noch einen Stein. Ach, überall diese Steine.
Der Metzger Max SC Himmel. Stinkt zum Himmel. Kröte, Vorsicht. Kokosverkehr. Hier könnte vielleicht noch irgendwann ein See drin entstehen, das weiß ich aber noch nicht. Sauber. Ist das jetzt wirklich so klug, was ich mache hier mit dem LKW bis hier an den Rand fahren? Ich würde sagen nein, aber ich mache es trotzdem. So, und ich glaube, hier war das irgendwo... große ausgewachsene Mammutbäume wachsen im Graslandbiom, was mich schon extrem freut, denn davon haben wir ja extrem viel in der Nähe. Und im kalten Waldbiom und in der Übergangsfläche halt auch, ne? Also die Grenze, das scheint dem nicht zu warm zu sein, das ist schon ganz okay. Hier, da fängt es an, glaube ich. Da wächst zumindest schon mal ein bisschen was. So. Man sollte sie eigentlich schon sehen können. Aber unsere Sichtweite haben wir natürlich runtergestellt zugunsten der Frames. Ja, die gerade wegen der Ladezeiten wie heißen die Dinger nochmal? Na, sag mal schnell. Der Chunks natürlich etwas leidet. Aber ist auch nicht schlimm. Sag mal, wo haben wir den jetzt? Ich gucke nochmal auf die Mappe. Die Bäume müssen erst spawnen. Da, ach da, oh, wir sind natürlich völlig falsch gelaufen. Das ist ja jetzt völlig falsch gelaufen. Ja, hier ist nämlich der, nee, hier ist der Teich gewesen. Ne? Hier war der Teich, oder? Ich glaube... Hier war der Teich. Glaube ich. Okay, nichtsdestotrotz, wir müssen am Fluss entlang und dann sehen wir es schon. Gut. Das ist okay. Am Fluss entlang und dann sehen wir es schon. Gut, 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 gut. Dann mal los. Na, du Wüstenelch. Ah, schön. Endlich mal wieder eine kleine Welterkundung hier. Hier war ich nämlich auch noch nie, glaube ich zumindest. Den Fluss kann sein, dass ich den schon mal irgendwann überquert habe. Irgendwann. Ich wüsste aber jetzt nicht wann und wo und warum und wieso. Vielleicht als wir hier gelandet sind. Wir wurden ja quasi auf die Welt hier geschissen. Ne? Das ist halt so, das ist Fakt und das lässt sich auch nicht verbergen. Ich hätte vielleicht meine Kettensäge mal mitnehmen sollen. Uiuiui, da sind die alten ausgewachsenen Mammut. Also unser Glaskasten, der reicht für so einen großen Mammutbaum jedenfalls nicht. Ja, nee. Macht übrigens Sinn, dass keine normalen Mammutbäume mehr wachsen, wenn die alten alle erwachsen werden, ne? Ja, aber welchen hauen wir davon jetzt um? Das ist die Frage aller Fragen. Den hier, der steht hier ein bisschen instabil. Vielleicht, aber der steht so schön mittig. Ich brauche wenigstens einen. Wenigstens einen brauche ich. Okay, der braucht schon ein bisschen länger. Gut. Aber ich glaube schon an der richtigen Stelle, ne? Ja, ich glaube ja. Ist unsere Axt dafür überhaupt stark genug, den zu fällen? Ich bin mir noch nicht mal sicher. Der macht so gar keine Anstalten, umzukippen. Hätte ich vielleicht die Kettensäge mitnehmen sollen? Fragezeichen. Das wäre, glaube ich... Oder eine bessere, also eine modernere Axt. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen. Respekt, Respekt. Gut, gut. Ich hole, glaube ich, mal erstmal die Kettensäge. Ja, die haben wir nicht dabei, ne? Nein. Dann, gut. Das ist sowas. Dann wachsen hier schon mal Mammutbäume, dann kriegt man so noch nicht mal umgelegt. Wir versuchen es mit der Kettensäge. Ach, ich guck mal, da schon Thorsten Hammer. Ach, so nah sind wir doch. Das ist ja schön. Warum haben wir die nicht gesehen? Aber wahrscheinlich in die Richtung geglotzt haben. Natürlich, vor allem wir, ausschließlich ich habe in die falsche Richtung geglotzt. Und der LKW, wo steht denn der jetzt?
Der müsste eigentlich... Wo steht denn der? Wo habe ich den wieder gelassen? Das alte Stück. Da haben wir... Da habe ich ihn geparkt. Alles klar. Gut, jetzt müssen wir erstmal die Kettensäge holen. Ja. Halbe Geschwindigkeit. In Klammern Agave. Die Agavenpest. Oh, hier ist noch ein Holz. Drei Holz sogar. Nehmen wir mit. Gerne sogar. Schildkröten in ihrem Zuhause. Gut. Naja, das war ja nicht so erfolgreich. Wir versuchen es gleich mit der Kettensäge. Weil die Kettensäge sollte eigentlich schon wie auf dem Stand der modernen Axt sein. Eigentlich. Sollte sie. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht mal, ob die Kettensäge dafür ausreichend gut genug ist. Aber schauen wir mal. Steht dann irgendwas bei? Holzfällen 7. Nö. Erlaubt es durch Holzfällen 1. Hä? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schaden 3. Moment. Da stand noch was. Achso, nützlich, um Bäume zu fällen. Ja, aber scheinbar keine Mammutbäume. Gut, dann hier ist, glaube ich, die Kettensäge nicht drauf, aber hier. So, gucken wir mal. Eine motorisierte Säge zum Fällen von Bäumen. Schaden 20. Na, das ist doch schon mal, das geht doch schon mal. Reparaturkosten, ein Stahl. Ansonsten, ja. Gut, versuchen wir es. Versuch ist auf jeden Fall wert. Ne? Gut, ist der richtige. Ich wollte diese Folge eigentlich noch ein bisschen mehr machen, als nur hin und her zu fahren. Das wäre schön gewesen. Aber hey, wenigstens haben wir den Wasserfall fertig gekriegt. Dann werde ich mich wohl fürs Thumbnail, wohl extra nochmal ausloggen müssen. Und dann wieder einloggen müssen, damit ich den auch geklipst kriege. Nur um festzustellen, dass er wahrscheinlich immer noch schäbig aussieht. Nee, gut. Wäre halt so. Sag mal, dieses Agaven... Also ich schnapp mir... wenn wir hier nochmal hin müssen, dann schnapp ich mir den Traktor und mähe erstmal durch. Den müssen wir aber erstmal auslernen. So, jetzt gehe ich zu Fuß. So. Jetzt komme ich mit meiner Säge. Zur Baummassage natürlich, ne? Bringen wir ein bisschen die Borkenkäfer mal durcheinander. Nun mach doch mal hin da. Es ist ja unglaublich. Dieser Typ mit den X-Beinen hier, weißt du? So, dann schauen wir mal, welcher Baum war das, der so hier auf halb acht steht, war das? Und zwar wahrscheinlich der hier. Warst du das? Nee, du warst das. Du warst das. Du bist schuldig. So, dann mal los. Moment. Ach. Guck einer an, weißt du? Schon geht's. Okay. Verliert doch irgendwie mal gegrößert, das wäre schön. Ich guck mal. Der hätte zwar ein bisschen was fallen lassen, aber nichts, was liegen bleibt. Okay, also so hört sich das also an, wenn ein Baum dauerhaft fällt, aber irgendwie nicht fallen kann. Ah, gekröselt. Sehr gut. Dann nehmen wir mal die Axt. Mammutbaumsamen, sehr gut. Wenigstens einen. Noch ein. Ah, sehr gut. Sehr gut. Wundervoll. Sehr schön, sehr schön. Hier ist auch noch einer dran, hoffe ich. Nein, da ist keiner dran, obwohl da optisch einer dran war. Ah, da ist noch mehr. Hier ist noch mal ein Krösel. Ich habe mich selten so über Krösel gefreut. Leider bisher nur ein Mammutbaumsamen. Das ist nicht viel. Zwei. Okay, ab. Zwei ist trotzdem nicht viel. Ich wollte eigentlich drei haben.
Eigentlich sollten es 3 werden, aber gut, wenn es nur 2 werden, dann geben wir uns damit auch zufrieden. Die vermehren sich hoffentlich genauso stark wie die anderen komischen Zedernbäume, die wir da haben. Das wäre schön. Alter, wie viel Holz gibt denn das? Immer auch zu groß, ernsthaft? Alter Finnfalter. Und wie man Finn faltet, das erzähle ich euch beim nächsten Mal, Leute. Nein, aber vielleicht doch. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Erstmal müssen wir. Ach, wir haben 4. Sehr gut. 4 Mammutbaum-Dingsies. Kann man jetzt. Jetzt kann man. Alter, ist das viel Holz. Alter, Finne, ist das viel Holz. Alter. Boah. Na, den müssen wir aber definitiv erst noch zerkleinern, ne? Das geht ja sonst nicht. Diese Brotscheiben. Alter, lecker Baumbrot. Mm. Immer noch zu groß. Ernsthaft? Warum ist das immer noch zu groß? Alter. Cool, das ist so cool. 48, na gut, das geht eigentlich. So wahnsinnig viel ist dann doch vielleicht nicht dran. Sieht wahrscheinlich erstmal nur viel aus. So, wie viel? 9. Uiuiuiuiui. Das ist natürlich schon stattlich. Eine stattliche Summe. Den lassen wir stehen. Den lassen wir definitiv stehen. Nein, der wird mit Sicherheit nicht nachwachsen, aber allein als Mahnmal. Ich glaube nicht, dass wir nur 200 daraus kriegen. Ich glaube, es wären einige mehr. Also ich fäll hier keine seltenen Bäume. Also ich schneide nur gerade ein bisschen Brot. Ne? Also bitte nicht beschweren, bitte nicht jammern, bitte nicht weinen und bitte nicht hauen. Ich schneide nur Brot. Das Baumbrot, das ist das leckere vom Lidl. Kennt ihr vielleicht, Baumbrot. Ach, Leute. Alter. Das ist eigentlich so jammerschade, ne? Wie man eigentlich die Natur wirklich vernichten muss, um irgendwas davon zu erhalten zu können. Das ist das ist schon nicht schön. Mach doch mal weg da. Warum wird das nicht markiert? Ach, wer weiß. So, zack. Immer noch so wahnsinnig viel übrig. Hier, jetzt können wir. So. Jetzt sind wir voll. Ja, can't carry more Baumstamm. Alles da, dann erstmal wieder zurück irgendwie. Um da alles auf den LKW drauf zu schmeißen. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Und ja gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich hier am Baumstamm, wenn ich ihn wieder finde. Denn ich muss erstmal ganz kurz wieder eine Pause machen. Ich glaube schon, wir gehen hier noch ein bisschen weiter auf. Ne? Also bis zur nächsten Folge. Tschüss.